Die Kellys haben Ulaanbaatar erreicht. Freundliche 1,4 Millionen Einwohner hat die Hauptstadt. Es regnet. Doof, denn die Stadtplaner haben beim Straßenbau leider vergessen, dass Wasser am besten über Kanäle abfließt. Ja, so sieht das aus in der Mongolei. Es Regen gibt, die Abflüsse sind nicht so optimal und deswegen, sobald es Platzregen gibt, dann überfluteten die Straßen. Ich habe das vorgestern auch wieder gesehen, aber jetzt vorhin auf der anderen Seite, das ist schon brutal. Ulaanbaatar gilt auch als besonders hässliche Hauptstadt. Dann ein Ortstermin. Der englischsprachige mongolische Nachrichtensender MNB hat Wind von der Bulli-Tour bekommen. Gedreht wird vorm Rundfunkgebäude. Hier stehen drei Kamerateams, Radio. Mehr gibt es wahrscheinlich in der Mongolei nicht. Aber geil, ne? Wir sind jetzt morgen wahrscheinlich in der Bild-Zeitung, mongolische Bild-Zeitung. You know Kelly Family? Ich glaube nicht, dass sie wissen, wer wir sind, aber egal. Da die Peking-Geschichte dann in den Abendnachrichten kommt, wissen es dann aber doch viele Mongolen. An old Volkswagen van from the mid-1950s. It's the first version of the T-Serie. The van has garnered much public attention along the way. Und der Wahnsinn geht am nächsten Tag weiter. Ein Ulaanbaatar Kelly Fanclub taucht auf. When we heard that the Joe Kelly and his son Luke is in here, then there are many some Mongolian fans gathered around here. Wie sich das erklärt? Viele Mongolen waren bis nach der Wende in Deutschland arbeiten. That you have this album, this is very rare. And this I've never seen in my life. I like bootleg. Da sieht man auch die Wertigkeit, wer wichtig ist in der Familie. Man sieht ganz wichtig meinen Vater und ich komme nicht vor. Armer Joey. Aber wie viele Fans gibt es denn jetzt in der Mongolei? The Mongolians have so many fans of Kelly Family. Yes. Really? Yeah. Maybe thousands people. From my age. Stunden später. Der junge Kelly bei der Essensbeschaffung. Die Vorräte sind nahezu aus. Die frittierten Kuschur gibt es hier gegen Eisbär bezahlt. Wahrscheinlich wieder die Dinger mit Pferd. Brot fehlt noch. Luke bezahlt mit einem Hoodie aus der Kleiderkammer. Ja? Thank you very much. Masiba. Fast 700 Kilometer Gobi-Wüste stehen nun an. Der Alte pennt, der Junge muss ran. Er ist die meiste Zeit gefangen. Und deswegen muss ich jetzt auch mal ran. Der Motor schnurrt zwar nach wie vor, doch es gibt trotzdem erheblichen Verschleiß. Also auf dieser Seite sieht man beim Regen nichts. Auf dieser Seite fast nichts. Wie beruhigend. Um diese Attraktion zu sehen, steigen wir also lieber mal aus. Die Transsibirische Eisenbahn. Und bald taucht noch eine Attraktion im Wüstennichts der Gobi auf. Ein abgestelltes Polizeiauto. Wahrscheinlich sitzen da Cops mit Sonnenbrille und Handschellen drin. Die sind hier Flash zusammengetackert, dass die Leute die Scheiben nicht einschlagen. Keine Achse mehr, die Lampen fake, der Motor weg. Eine reine Kulisse. Auf der Polizeikulisse kann man prächtig drohnen. Die Frage nur, ob die Polizei das gerne sieht und ob sie es gesehen hat. Denn kurz darauf werden beide angehalten. Eine Polizeistation mitten in der Wüste. Da sind sie, die Klischee-Sonnenbrillen. Aber alles gut. Die ulkigen Deutschen mit der alten Rübe sollen künftig mithelfen, Mongolen das Rasen auszutreiben. Für was machst du da Werbung? Zum Weiterkommen. Als Bezahlung gibt es einen festen Händedruck und gute Wünsche. Die Straßen durch die Wüste Gobi sind außerordentlich gut. Die Chinesen haben hier mitinvestiert, denn ungezählte chinesische Trucks bringen Waren Richtung Mongolei und Russland. Aber gedankenloser Konsum hat wie überall auch unansehnliche Auswirkungen.
Das Müll, was hier ist, das habe ich jetzt mehrmals gesehen auf dem Weg nach China, wird hier deponiert, einfach geschmissen. Die Leute schmeißen sowieso überall querbeet. Und dann wird das halt nicht entsorgt, sondern es wird verbrannt. Dann brennen die das auch noch mit Reifen da vorne. Und so wird Müll hier in der Gobi-Wüste entsorgt. Das ist natürlich für die Natur, für die Tiere und für überhaupt katastrophal. Mitten in der Wüste dann eine fleischliche Fata Morgana. Kamele, einfach so stehen sie da rum. Wahnsinn, die laufen einfach frierfrei rum in der Wüste. Unfassbar, einfach so. Die laufen hier rum. Das sind ja auch einige, die sind klein, andere sind wieder größer. Pass auf, Luke, da kommt der eine. Der geht über die Straße. Zeit zum Abschied nehmen. Tschüss. Nach 700 Kilometern Wüste ist endlich Samin Üt erreicht. Letzter Ort vor der chinesischen Grenze. In einer örtlichen Top-Werkstatt will Joey zwei neue Reifen aufziehen. Die Chinesen würden dem Wagen sonst vermutlich die Einreise verweigern. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt keine Panne hat bis jetzt. In der Werkstatt sieht es nur scheinbar nach Chaos aus. Es ist doch so, man muss nur genau wissen, wo sich das Werkzeug versteckt hat. Eine Stunde Arbeit kosten am Ende 4,50 Euro, also 10.000 mongolische Tugrik. Endlich rollen die beiden Abenteurer zur chinesischen Grenze. Nur mit Sondererlaubnis vom Staat darf man hier per Auto einreisen. Die hat Joey. Wir sind an der mongolischen Grenze und wollen nach China rein. Und hier ist einfach nur Chaos. Viele Stunden später am Grenzposten in Erenhot, China. Wir sind in China. Endlich geschafft. Dann mal langsam, denn in China darf man mit einem europäischen Fahrzeug nicht einfach rumreisen. Ohne Ausweise und Papiere geht hier wenig. So führt die erste Fahrt zu einer Polizeiwache. Filmen müssen die Kellys ab sofort selbst. Stern-TV bekam keine Drehgenehmigung. Mitarbeiter von der chinesischen Wache sind auch extra rausgekommen, weil die das Auto sehen wollten. Aber was hast du bekommen? Das ist mein chinesisches Führerschein. Ich kann offiziell in China fahren. Ja, so schnell hat man einen chinesischen Führerschein. Hab leider keinen bekommen, weil ich ja zu jung bin. Auch wenn das Auto in Deutschland zugelassen ist, braucht man in China ein eigenes Kennzeichen. Erenhot ist geplant für mehrere hunderttausend Einwohner. Aber nur 75.000 leben am Rande der Gobi-Wüste. Alles nette Menschen. Wir sind alle sehr freundlich und sehr lieb. Auffallend, während in Deutschland über Elektromobilität hin und her gelabert wird, machen die Chinesen einfach. Alle Zwei- und Dreiräder fahren mit E-Motor. E-Bike, Motor, Maschine, nur Maschine. Nirgendwo stinkt es. Da Luke und Joey hungrig sind, hoffen sie in der örtlichen Markthalle was abzustauben. Hier arbeitet der Metzger halt direkt, wird alles verarbeitet. Mumumu. Mumumu heißt Kau. Ne? Ich glaube, das kennt man überall auf der ganzen Welt. Die hier, die sind. Ah, nein, die sind nicht scharf. Die? Für beide gibt es dann etwas Gemüse, die erste chinesische Mahlzeit. Frisches Gemüse, eingetauscht, schmeckt richtig gut. Das Hotel Bulli empfängt dann später seine Gäste. Erste Nacht in China. Und jetzt geht's weiter nach Peking. Geschlafen wird wegen einer Spionagedrohne erst später. Zwar sind die Chinesen bei allem penibel und pingelig, das Beladen von Waren aller Art geschieht aber offensichtlich ohne jegliches Aufsichtspersonal. Hier in China werden die LKWs aufgeladen bis Maximum. Also teilweise ist es schon unfassbar, bis zu knapp 5 Meter hoch. Diese Art, sagen wir, von Transport gibt es bei uns in Europa gar nicht, ist ja gar nicht erlaubt.
Chinas Autobahnen sind top in Schuss. Nur bei den Tankstellen haben die Verantwortlichen das Plansoll nicht erreicht. Wir haben keinen Sprit mehr. Wir haben Gott sei Dank noch einen Kanister oben. Die letzten 200 Kilometer gab es keine Tankstelle, der auf war. Die waren alle zu. Die letzte Tankfüllung auf der letzten Etappe der Reise. Nur noch ein Hindernis vor Peking gibt es. Dieses hat schon die Mongolen abgehalten, die Stadt zu besuchen. Die chinesische Mauer. Unvorstellbar. Eine von den 7 Weltwunders. 6000 Kilometer quer durch China gebaut vor knapp 1000 Jahren. Da wollen sie noch mal kurz rauf. 2 Kellys auf einem der größten Monumente der Erde. Die chinesische Mauer scheint bis in den Himmel zu gehen. Das kann man sich ja nicht vorstellen, wie steil es ist. Ich schätze mal auf mindestens 45 Grad. Die Stufen sind zwischen 35, teilweise über einen halben Meter hoch. Wie das gebaut worden ist, ist für mich ein absolutes Rätsel. Die Mauer, der letzte Halt vor der Zielankunft der beiden in Chinas Hauptstadt. Und jetzt fahren wir noch direkt nach Peking, zu der Hauptstadt von China. So zumindest die Theorie. Denn plötzlich nimmt das Auto kein Gas mehr. Damit haben wir nicht gerechnet. 50 Kilometer vor dem Ziel ein Desaster. Wie ein Drehbuch. Wir können kein Gas jetzt mehr geben, kurz vor Peking. Aber da kommt heilige Scheiße. Dumm, wenn eine Autobahn keinen Seitenstreifen hat und man selbst eine Panne. Okay, du steigst aus. Ganz großes Problem, wir sind nur 50 Kilometer vor Peking und der Gaspedal, man hier sieht, der Gaspedal geht nicht mehr, der ist runtergefallen. Das heißt, der Seil von Motor zu Gaspedal ist gebrochen. Luke soll mit Winkübungen chinesische Raser warnen. Ich hatte gerade eben wirklich Todesangst, wirklich. Ich dachte, der Bus fährt uns jetzt rein und wir sind tot. Was jetzt tun? Luke, man sieht dich kaum. Hier mit, bleib auf die Seite, mach so. Ja, okay. Ja? Okay. Scheiße. Dieses Teil hier vorne ist gebrochen. So, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt funktioniert. Pedal ist wieder oben. Okay, läuft. Läuft, 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 läuft. Komm zurück! Jetzt schnell ran. Wir sind wieder in Sicherheit. So. Einmal durchgepustet und eine Stunde später haben sie den äußeren Ring der Stadt erreicht. Über 11.000 Kilometer haben die beiden abgerissen. Das Projekt Berlin-Peking ist geschafft. Unser Ziel, Luke, wir sind in Peking angekommen. Wir haben es endlich geschafft, Leute. 4 Wochen, Vater und Sohn, 4 Wochen nonstop auf Achse, 4 Wochen pures Abenteuer gehen zu Ende. Richtig cool. Richtig cool. Also, geht doch!